Stuttgart von jeder wird nochmal mit dem dicken Applaus hier gleich in seine Uhr geschickt. Alexander Meyer! So, nun beginnt Alexander Meyer den Wettkampf. Wir wünschen ihm viel Glück. Als erster Starter ist es immer sehr, sehr schwer zu beginnen. Eine 2,5 Schraube, die er neu eingebaut hat in seine Übungen. Doppelsalto vorwärts, leider mit dem ersten Fehler. Eine Kombinationsreihe, Doppelschraube vorwärts, Schraube gehockt vorwärts. Zweieinhalb Schraube, Salto, auch eine Kombinationsreihe. Musste ein bisschen kämpfen. Jetzt die Abgangsreihe. Dreifachschraube rückwärts. Schade um den Doppelsalto. Es war eine neue Übung, es ist eine schwere Übung. Für ihn zum ersten Mal im Wettkampf gezeigt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es am Pauschenpferd besser für ihn laufen wird. Jetzt sehen wir am Pauschenpferd das Comeback. Seit einem Jahr nicht mehr auf der Bühne gewesen, Andreas Gruber. Ist der hier trainiert, aus Bayern hergezogen, für den MTV Stuttgart startet. Großen Wendeschwung. Rückwärts wandern und jetzt noch den Abgang hoch. Einen C-Abgang hinten ohne Drehung. Man bekommt für einen D-Abgang aufwärts, heißt D, E, F, G. Jeweils 0,5 Punkte im Ausgangswert gut geschrieben. Bei einem C-Abgang reduziert sich diese Punkte auf 0,13. Die Schulter war ein Tick zu weit vorne. Er konnte sie nicht mehr nach hinten drücken, um die Drehung einzuleiten. Deswegen nimmt er die sichere Variante, den C-Abgang, und ist zufrieden. Dass eine gute Wertung für ihn. Derzeit Platz 3 mit dieser Wertung an den Ringen. Und nun Alexander Meyer. Auch er ein sehr, sehr leichter Turner. Wiegt unter 60 Kilo. Wenn man ihn sieht, würde man nie denken, dass er so eine kraftvolle Übung an den Ring anbietet. Jetzt noch den Abgang. Zuckerhaar gehockt. Klein Hüpfer. Gute Übung. Vorne haben wir neue Kraftelemente gesehen von ihm, wie er es jetzt zum ersten Mal im Wettkampf zeigt. Es fehlt natürlich der Schwierigkeitswert beim Abgang hinten raus noch. Da trainiert er noch hin. Den D-Abgang klappt oder funktioniert auch ganz gut im Training. Doch er traut sich es noch nicht, unter Wettkampfbedingungen zu zeigen. Derzeit Drittplatzierte im Mehrkampf.
Von ihm werden wir einen Kasamatsu mit Schraube sehen. Also insgesamt 2 Drehungen im Salto. Sehr gut gelandet, kleiner Hüpfer, sehr mittig gelandet. Er hat gut in den Wettkampf reingefunden, nach seinem Patzer am Boden. Kann damit seinen 3. Platz im Mehrkampf verteidigen. Leicht die Felge überstochen. Gut, die Felge halbe geholt. Nun den Bälle. Deswegen die Oberarmschoner. Alex, ein sehr guter Barentoner. Eines seiner besten Geräte. Jetzt hat er noch den Abgang vor sich. Großer Schritt nach hinten, trotzdem eine sehr gute Übung von ihm. Damit kann er seinen Platz 3 festigen. Auch er hat sich natürlich als Ziel gesetzt, in die Vorbereitung für Montreal zu kommen. Am Recken. So, freuen wir uns ganz besonders auf Andreas Brettschneider. Ist alle gespannt. Zeigt er den Brettschneider. Letzte Übung auch für Alexander Meyer. Leider übersticht er den Adlergänse. Muss also einen Zwischenschwung einbauen. Adlerhalbe. Das ist das Flugelement. Den Kantchen streckt. Harte Landung unten, ohne Landematte. Aber er steht schon wieder und bereitet sich auf seine restliche Übung vor. Fällt dieses Gerät nicht gerade einfach. Aber die Entwicklung ist da. Das sieht auch der Cheftrainer. Das weiß auch er. Er braucht einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung. Ein bisschen mehr Wettkämpfe. Jetzt der Katschew gegrätscht. Wichtig bei den Drehungen.
sie nah am Handstand zu beenden, um wenig Abzüge zu bekommen. Bereitet den Abgang vor. Gut zu Ende gebracht, die Übung. Es ist immer ärgerlich, aber solange es das neue Element ist, das eventuell mal schief geht, kann man trotzdem drüber schmunzeln und weiß, okay, ich habe es probiert heute, ich habe alles gegeben. Schauen wir.